Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Eastside vs. Westside, dem Challenge-Projekt auf YouTube und natürlich auch auf Twitch. Ja? Und ich bin natürlich nicht allein, der Bernd ist wieder mit daheim. Hallo. Und ihr seht, meine Lieben, immer noch beim Ernten, ist klar, ne? Wir haben noch etwas vor uns, ja, das ist ganz normal. Ja, und da müssen wir jetzt auch einfach mal durchbeißen. Natürlich werde ich jetzt nicht die ganzen Folgen sehen, dass ich hier mit dem Drescher rumrenne. Nee, das nicht, ne? Um Gottes Willen. Ja? Aber es muss auch gemacht werden. Ne? Der Bernd und ich haben uns da aufgeteilt, wie wir was machen. Ne? Der Uwe, der ist mit der Marianne unterwegs. Ne? Heute zum Aufnahmetag. Deswegen seht ihr ihn die nächsten drei Folgen auch nicht. Oder hört ihn nicht vielmehr. Und ja, wir werden hier versuchen, weiter zu werkeln und zu tun und zu machen. Und ich hoffe sehr, dass wir in der heutigen Aufnahmesession auf den nächsten Tag kommen. Warum? Ganz einfach, weil ich die Sämaschine haben will. Weil die uns sehr, sehr viel bringen wird, wenn es genehmigt wird, ist ja das Nächste. Ne? Aber man muss auch dazu sagen, die Grenzen sind offen. Ne? Warum soll da ein altes Zeug festgehalten werden? Ne? Muss ja auch mal ein bisschen Wandel mitkommen. Ne? Und wenn es in der Arbeitsbreite ist. So, ist ja für alle gut. So, Bernd, wie ist denn das? Unser Helfer, die kommen gut klar miteinander. Unsere Erntehälfte? Jo, die funktionieren einfach frei. Okay, na gut, dann passt das ja, dann passt das ja. Müssen wir mal gerade gucken beim Onkel, wie viel er noch hat. Oh, ist noch ein bisschen. Er hat noch ein bisschen zu tun, war, würde ich sagen. Mhm. Hast du Luft oder bist du gerade mit Unkrautspritzen vertan? Nee, ich bin noch bei 4 noch am Düngen. Ach, du bist noch am Düngen, okay, gut. Ne, obwohl, das geht eigentlich auch. Da würde ich nämlich mal. Hast du den Katalog mit dabei auf der Maschine? Kannst du da zufällig mal reinschauen? Oh, warte kurz, ich muss mal hier meine Brotbox gucken, hier in die große im Traktor. Ja. Dann guck mal, und zwar und bei der Tierhaltung. Im Sinne vom Futter, Futterwaren. Wenn du da auf der, es war glaube ich auf der letzten Seite, das ist so ein bisschen was östliches Produkt. Der hat ein Fassungsvermögen von 11,9 Kubik. Der ist so ein bisschen grün-gelb gehalten, glaube ich. Ja, habe ich gefunden. Ja, was hältst du von dem? Der den KT10 Futtermischer. Ja, genau. Ja, knapp 12 Kubik, das reicht doch zum Füttern. Wollte ich sagen, ne? Das reicht ja so bitte zum selber mischen und füttern dann auch. Ja? Und vielleicht können wir ja sogar so viel produzieren, dass wir es auch im Verkauf geben können. Vielleicht geht das auch. Wenn wir genug über haben, definitiv. Ja, ne, das sowieso. Ne? Also wir hauen uns selber unsere Lager erstmal voll, ne? Das ist ganz klar. Ja. Und aber ich sag mal, wenn wir da gut aufgestellt sind, können wir vielleicht schon drüber nachdenken, das dann in Verkauf zu geben. Wenn was mal rumkommt, na klar. Deswegen. Ja, der Bauer brauchen wir auch noch was. Deswegen. Ich weiß ja gar nicht, da müsste ich mal den Müller dann anfragen. Auf jeden Fall bestelle ich dann erstmal das Ding, ne, und frage mal, ob die uns das gleich liefern können. Ja, so. Das ist eine gute Idee. Und dann kam mir so der Gedanke, wenn die Grenzen jetzt offen sind, ne? Mhm. Meinst du, ob es dann vielleicht auch möglich wäre, so mit anderen Großbauern zu handeln? Das wäre ja natürlich optimal, ne? Das wäre so eine Sache, ne? Müsste ich mal, ist jetzt die Frage, wen frage ich denn da, den Müller oder die Frau Wagner? Wer ist denn der richtige Ansprechpartner? Ich würde die Frau Wagner nehmen. Weißt du? Ob die, ja. Meinst du? Versuch dein Glück. Na gut, das stimmt. Ja gut, pass auf. Ich ruf die zwei mal, also ich ruf da mal an, mal gucken, wie ich ranbringe. Und erzähl dir dann gleich mehr, wenn ich was weiß. Alles klar. Gut, bis gleich. Bis gleich. So, da müssen wir natürlich mal gucken, ob wir da jetzt, jemanden erreichen. Vielleicht haben wir Glück. Müller. Hallo, Herr Müller. Ja, grüß Sie, Herr Hafer. Herr Müller, wie geht's Ihnen? Ja, immer noch gut. Ja, das ist schön.
Die Frau Wagner, sagen Sie mal, Herr Müller, die Frau Wagner, die ist vorhin so bei einer Mühle rumgerannt. Geht's ja gut? Ja, die hat mich nur eingewiesen. Ach, die hat. An der Mühle? Eingewiesen auf den Platz zum Abladen. Ach so. Weil ich bin falsch gefahren. Ich war irre. Ja, okay, verstehe. Herr Müller, ich habe zwei Anliegen. Zum einen, können Sie uns was liefern? Ja. Das steht nämlich schon, also das steht beim Händler bereit. Fahrzeuge. Ein Anhänger, ja. Ja. Ja, das, wie kosten das extra? Ja, Fahrzeuglieferung 200. 200, ja, okay, alles klar, gut. Nee, dann das können Sie mal auf jeden Fall, also der steht beim Händler bereit, ja. Den könnten Sie uns mal bitte einfach bloß an den Hof liefern. Können Sie vorne auf dem Platz abstellen, das passt perfekt. Das ist ja eine Futtermischwagen, ist das. Und okay, was hat er von Anschluss? Kugelkopf. Also Kugelkopf. Kugelkopf, okay. Ja. Und dann nicht, dass wir jetzt mit irgendwas kommen ohne. Ja, nee, das ist klar. Und dann habe ich mal noch eine Frage, und zwar, Herr Müller, mein Mitarbeiter und ich, der Bernd, wir haben uns gerade so mal ein bisschen unterhalten. Ah. Und da sind wir auf eine Frage gekommen, und da dachte ich gerade Sie, natürlich auch die Frau Wagner, ne, mit ihrer fundamentierten Meinung und auch ihrem phänomenalen Wissen, was Sie auch haben, sind ja die richtigen Ansprechpartner. Und zwar, Herr Müller, es ist ja nun so, die Grenzen sind ja nun so, wie sie sind. Ne? Die sind ja jetzt offen, alles unterzieht sich Wandel der Zeit und. Und auch die Landwirte unterziehen sich ja einem Wandel. Ne? Und manche. Ja, das stimmt. Und wollen ja da nur auch, sag ich mal, sich entwickeln, ja, und auch mit anderen Landwirten kommunizieren und auch agieren und arbeiten und machen und tun, ja. Wie ist denn das da bei unserer Gemeinde, Herr Müller? Mit der Zusammenarbeit oder was? Ja, generell, dass wir dann so in die freie Welt hinaus, so, dass wir uns so an der freien Marktwirtschaft mit orientieren und tun und machen. Ist denn da bei uns im Lande auch was geplant? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir als Hof würden das sehr befürworten, dass wir da auch so. So, die meinen jetzt, dass sie die Ware ins Ausland verkaufen können. Ja, also genau. Von der Ortschaft. Genau. Wie ist denn das so? Wie sehen Sie denn das, Herr Müller? Sagen wir mal so, ne? Sie als fähiger und gut aussehender Gemeindevertreter mit Herzen am rechten Fleck, wie ist denn da Ihre Meinung? Sie wissen ja, ich schätze die sehr. Herr Hafer, ja. Das klingt immer fast wie ein Heiratsantrag von Ihnen. Was? Nee, ich schätze Sie halt. Also werden Sie eine Frau, wirst du heiraten? Ja, das ist so viel, Herr Müller. Ich schon wieder am Mund, das klebt. Gericht. Echt? Aber ich will ja nur nett sein. Ja, mir klebt schon Mundschuh. Ja, jetzt heißt es doch nicht so. Und ich soll Ihnen antworten, ich kann nicht, weil der Mundschuh klebt. Herr Müller, jetzt nimmst du mich mal nicht auf die Schippe, ja? Wenn Sie gerade Probleme haben oder vielleicht bei Ihnen gerade am Mund was. Ich will es gar nicht wissen, was da ist. Aber Mensch, aber erzählen Sie mal, wie ist da Ihre Meinung so dazu? Ja, das habe ich natürlich auch schon überlegt. Normalerweise müsste man ja auch jetzt nicht nur regionales Zeug verkaufen, das bringt uns ja alle nicht weiter, gell? Ja, genau. Und das Überregionale, das viele schon. Ja. Vor allem, wenn wir reichlich raushauen aus der Gemeinde, dann, wie gesagt, dann haben wir auch vielleicht ein besseres Ansehen. Das ist es ja, Herr Müller, ne? Genau darum geht es ja auch, ne? Das ist ja auch der Gedanke, ne? Überlegen Sie nochmal, Herr Müller, ne? Wenn wir jetzt sagen, okay, die Gemeinde nimmt Geld in die Hand, ja, und setzt da was hin, ja, und ermöglicht uns als regionale Bauern da auch in die freie Marktwirtschaft, in die freie Welt, ins Ausland, ne, zu exportieren. Und überlegen Sie nochmal, was das für ein Ansehen ist, was das der Gemeinde bringt, ja. Herr Müller, stellen Sie sich vor, in der nächsten Zeitungsausgabe Ihr Gesicht mit der Frau Wagner drauf, in Großbuchstaben, Müller und Wagner schaffen neue Welt. Überlegen Sie es mal. Ich werde mir das mal durch den Kopf gehen lassen, Herr Hafer. Ja. Aber ich bin da, ich persönlich bin da erstmal bei Ihnen. Oh, das ist gut. Das freut mich, Herr Müller. Ja, wie gesagt, also wenn
die Ortschaft hier oder überhaupt die ganze Gemeinde, wenn die mehr Ansehen erhält, ist doch nicht schlecht. Deswegen. Ja? Gibt's vielleicht auch mal ein Dorffestel oder irgendwas, das kann man sich ja jetzt alles nicht leisten. Na, das ist es ja, ne? Das ist es ja. Und wir sind ja eine Gemeinde, ja? Und sei der Herr Bauer, wie er ist, ne? Aber wir müssen da, in dem Punkt, müssen wir wirklich als Landwirte an einem Strang ziehen, mit der Gemeinde zusammen und mitten das Ganze vorantreiben. Haben Sie da schon mal mit Herrn Bauer gesprochen? Wie er das sieht, ob der auch so auch ein bisschen in die Ferne möchte? Was soll ich jetzt mit ihm reden, oder was? Naja, aber das genauso sieht. Ich meine, das ist ja ein ganz neutrales Thema. Das ist ja jetzt, wie gesagt, Sie wollen ja nichts vom... Ja, nee. Das ist nur eine ganz normale Frage halt. Ja, aber nachdem er beim letzten Mal mich dazu stehen lassen? Ja. Vielleicht ging es nicht gut. Man weiß es doch nicht. Ich meine. So. Man kann doch, jeder hat auch noch eine Chance verdient. Aha. Oder nicht? Ja, also bei mir gibt es im Normalfall immer nur eine Chance. Ja, aber dann gibt man halt mal eine zweite Chance. Ja, ich meine, fünf Chancen muss man jetzt nicht unbedingt geben. Ja, irgendwann ist Schluss, aber. Wollte ich gerade sagen, ne? Ja, gut, ich kann ja mal anrufen. Genau. Seien Sie doch mal so gut, fragen Sie ihn. Ich mache mir auch dazu im Kopf. Ja. Ich werde Frau Wagner noch mal dazu befragen, was sie darüber denkt. Ja. Essen beim Abendessen, Herr Müller. Ja. Das ist immer gut. Ja. Da bin ich tatsächlich am Überlegen. Meinst du zum Abendbrot hier Thüringer Klöße und Roulade? Wenn Sie selber kochen, ich denke mal, da haben Sie sie im Sack dann. Na, selber kochen will ich nicht. Ich will gehen irgendwo hin essen. Zu? Ich will Aufwasch haben. Ja, eine gute, das sehe ich auch so, das fühle ich auch. Ja, nee, aber das denke ich schon. Ne? So gute Hausmannskost. Ich glaube, dafür ist die Frau Wagner. Die ist nicht so edepetete. Nee, wenn sie nicht. Nicht, dass sie sagt, sie will nur das Rotkraut. Nee. Da habe ich mehr Löse und mehr Fleisch für mich. Das ja, gut, aber ja. Dann denkt sie sich vielleicht auch, oh, Gottes Willen, jetzt habe ich ein Hausschwein. Ja. Wissen Sie, das ist... Da bleibt aber nichts übrig. Ja, das stimmt auch wieder, aber... Ja, nee. Man immer gerne, wenn aufgegessen ist. Ja, das stimmt, aber ich glaube schon, dass sie da auch kräftig mit ist. Ich glaube, macht ihn da vielleicht noch ein bisschen Konkurrenz. Weiß es nicht, Herr Müller. Aber, ich werde berichten. Aber genau, machen Sie es mal. Gut bürgerliche Küche hat noch keiner Frau geschadet. Ja. Das ist so. Aber gut, Herr Müller, da weiß ich erstmal Bescheid, dann klinge ich mal beim Herrn Bauer durch, ne? Und wir mal gucken, was er so genau. sagt. Ne? Genau. Alles klar, ne? Dann machst du es erstmal gut. Jo, tschüss. Wiederhören. Zum Hof. Dann gucken wir mal. Moment, Telefon. Bauer hier. Guten Tag, Herr Bauer, hier ist der Herr Haver. Ich grüße Sie. Wie geht's Ihnen denn heute so? Hallo, geht's Ihnen gut? Ja, ein bisschen Kopfschmerzen, aber sonst alles gut. Oh, Herr Bauer, haben Sie zu wenig getrunken? Tatsächlich, ja. Aber das ist nicht gut, Herr Bauer. Sie sollten schon so an die 6 bis 8 Liter am Tag trinken, ne? Ist auch gut für die Nierchen. Ich bin doch kein Kamel. Ja, aber es ist gut für die Nieren, wird alles ordentlich durchgespült, wissen Sie? Ja, ich habe aber schon das dritte Paar neue. Oh, na dann wird's Zeit. Ja. Das ist so eine Sache. Aber, Herr Bauer. Ja, bitte. Und zwar, ich habe mir eine ganz obligatorische Frage an Sie. Ja. Was halten Sie denn von der Sachlage, wenn wir als Landwirte gemeinsam exportieren, unsere Gemeinde gemeinsam voranbringen als Landwirte und unsere Gemeinde damit zu neuem Wohlstand verhelfen? Was schwebt denn vor? Ja, exportieren. Waren. Was denn? Waren. Also das, Waren. Was wir quasi erwirtschaften. Weil ich sag mal so, klar, unser Ländchen ist schon schön und gut und groß und tralala, ne? Aber ich sag mal, ne? wir wollen ja auch vorankommen, Herr Bauer. Ne? Und das auch als Landwirte. Die Frage ist natürlich, ob sich das finanziell lohnt. Grundsätzlich. Also wenn man exportiert ins Ausland, dann denke ich schon, dass sich das finanziell lohnen wird. Möglich. Das glaube ich schon. Ich bin da nicht so firm drin, weil ich habe tatsächlich immer so den Gedanken gehabt, regional. Ja. Regionale Produkte anbauen, ernten, auch dann der Gemeinde. Oder auch dann dem Ort, wie auch immer, dann zur Verfügung zu stellen. Ne? Ja, ne, also macht so, Sinn. Ja, klar. Danach gehe ich eigentlich immer so weit.
Ja. Aber sie weichen davon jetzt ab und sagen, es wäre eventuell an der Zeit oder eine neue Idee, die Sachen zu vermarkten, auch weiter weg. Ja, ich sag mal, was heißt, weiche von der Idee ab? Also ich bin dennoch immer noch dafür, Regionales zu unterstützen, ne? Also das ist ganz klar, ja, weil uns ohne unsere Region wären wir halt nichts, ne? Da beißt eine Maus keinen Faden ab, ja. Aber es ist ja auch so, es bringt ja dann nicht nur das, der Gemeinde etwas, ne, dem Ansehen der Gemeinde, sondern es bringt ja uns als Landwirten auch etwas. Ne? Weil, ich sag mal, die Grenzen sind ja nun offen, ne, wissen wir beide, und die Zeit steht niemals still, so Gott will. Ja? Und man muss sich dann auch mal ein bisschen entwickeln. Ja? Und warum, Herr Bauer? Sagen Sie mir, warum sollen wir uns gemeinsam als Landwirte nicht weiterentwickeln? Ne? Warum? Da ist da niemandem geholfen. Ne? Und überlegen Sie mal, Herr Bauer, wenn wir voranschreiten als gutes Beispiel, ja, und zeigen das der Welt, was bei uns schön in der Region ist, was denken Sie, was da passiert? Ne? Wenn die Leute in unsere Region kommen, Mensch, da bin ich ganz aufgeregt, da rollt mir schon das R weg vom Teller. Also erstmal, warum? Und dann, was meinen Sie denn? Warum, das war jetzt so da in ihrer Frage oder ihre Aussage drin, zwei Fragen. Warum? Keine Ahnung. Was dann passiert, weiß ich nicht. Ja, nur Gutes, Herr Bauer. Nur Gutes. Ja, haben Sie denn da Erfahrung drin? Nö. Weil, nein. Woher wissen Sie denn, dass das gut ist? Ich bin ein positiv denkender Mensch. Ach so. Ach so. Herr Bauer, wenn man es nicht probiert, ja, dann weiß man nie, ob es geklappt hätte. Aha. Und das bezieht sich dann auf alle Güter oder, ich sag jetzt mal, ja, doch, das weiß ich ja nicht, Herr Bauer, wie das dann vonstatten geht, wie das dann die Gemeinden oder die Länder oder, wie das dann in Hand haben, das weiß ich ja nicht, ne? Aber ja. So prinzipiell, Herr Bauer, so prinzipiell. Würde ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. Ja. Also klar, warum, ich sag mal, abgeneigt wäre ich nicht, aber ich möchte jetzt noch nicht Ja oder Nein sagen. Ich möchte erstmal darüber meine Gedanken machen. Ja, oder ist ja richtig. Sie können das ja auch gerne mal auflisten oder zumindest mal irgendwie mal darbringen. Ich bin doch kein Buchhalter. Ja, aber gut. Daher reden kann dann auch jeder. Ja, haben Sie irgendwas schwarz auf weiß, Herr Hafer? Ja, nee, aber ich hab das gelesen und dass das jetzt so im Wandel der Zeit ist quasi. Und ich bin ja immer neuen Dingen offen. Ja. Und deswegen dachte ich mir, Mensch, wir als junge Landwirte, warum sollen wir da nicht gemeinsam voranschreiten, Herr Bauer? Wissen Sie? Wo haben Sie da denn gelesen? In der neuen Ausgabe von Klatsch und Tratsch? Nee, in tatsächlich in der Gemeindebroschüre. Ach so, okay. Ja gut, wir haben, ich, wie gesagt, also ich überlege mir das mal. Ja. Und dann können wir gerne nochmal zusammen telefonieren. Ja, ich finde, wir sollten dann vielleicht doch gemeinsam zur Gemeinde gehen und sollten dann sagen, ja, so und so sieht's aus. Wir als Landwirte fordern das und das, ne? Und dann kommen wir da bestimmt auf einen guten Nenner. Bestimmt. Mit Sicherheit. Okay, Herr Bauer, dann will ich Sie auch nicht länger aufhalten, ne? Oder stören. Ne? Wir haben ja alle Beete gut zu werkeln. Ne? Dann erstmal auf Wiederhören und danke fürs Gespräch. Ja, auf Wieder, tschüss. Ja, danke. Bernd? Marie? Ja, warst du denn so lange? Ja, der erst mit der Gemeinde telefoniert, dann mit dem Bauer telefoniert. Es ist unglaublich, wie viel Zeit da ins Land geht. Einiges. Aber erzähl ich dir gleich. Aber erstmal zur Information. Ich habe den Futtermischwagen gekauft. Die Gemeinde liefert uns den. Oh, ja. Das ist schön, ja. Und hab gesagt, die sollen den gleich vorne auf den Hof stellen. Das reicht. Ja. Und da können wir dann schalten und walten, wie, was, wo. Dann geht das auch seinen Gang. Genau, ich beiße mal kurz in die Stille und dann melde ich mich gleich wieder über Funk. Alles klar. Guten Appetit. Danke, danke. Meine lieben YouTuberinos, habt ihr denn eine Ahnung oder eine Vermutung, was wir vielleicht machen könnten oder in welche Richtung das Ganze geht? Was wir hier gerade so mit Export und gesagt haben. Wenn ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja, lasst natürlich sehr gerne das Däumchen da.
Und wir sind erstmal raus und sagen tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Ach, tschüss. Ciao.